Bei den Bobs dreht sich alles um mutige Blogger. Und es gibt viele Weltregionen, wo es Mut braucht, um die eigene Meinung zu äußern. Der Blogger Avijit Roy aus Bangladesch schrieb, was er dachte, und wurde ermordet. Seine Witwe setzt seine Arbeit fort und wurde für ihr kritisches Blog ausgezeichnet. Hunderte Leute schicken mir Nachrichten, unterstützen mich. Und diese Unterstützung nach dem Tod meines Mannes, der Zusammenhalt, das war unglaublich, sehr ermutigend. Fehlende Unterstützung für Flüchtlinge, beklagt Mohammed Tayeb, palästinensischer Flüchtling aus Syrien. Sein Videospiel, das den User in die Haut eines Flüchtlingsjungen schlüpfen lässt, wurde in der Kategorie Kunst und Medien ausgezeichnet. Ich bin wütend, denn die internationale Gemeinschaft ignoriert uns und unsere Probleme. Und wir haben viele Schwierigkeiten. Keiner kümmert sich darum. Da ist es normal, wütend zu sein. Schutz der Privatsphäre im Internet ist das Thema der mexikanischen Gruppe Rancho Electronico, ausgezeichnet mit dem Bob Award für Sicherheit. Zum ersten Mal vergibt die Deutsche Welle den Freedom of Speech Award. Mit dem Preis für freie Meinungsäußerung wird der inhaftierte saudische Blogger Raif Badawi geehrt. Es ist der wichtigste Preis, den die Bobs jemals vergeben haben. Es ist mir eine Ehre, Raif Badawi mit dem Freedom of Speech Award auszuzeichnen. Ich hoffe, Sie werden den Preis bald selbst in Händen halten können. In Freiheit. Freie Meinungsäußerung und Menschenrechte im Internet. Die diesjährigen Preisträger haben ihren Teil dazu beigetragen. Manche zu einem sehr hohen persönlichen Preis.